Der 27. Januar ist die Befreiung von Auschwitz. Aber im Grunde genommen ist es nicht die Befreiung der Menschen gewesen. Ja? Es war die Befreiung der Menschen, die so krank waren, dass sie nicht auf den Todesmarsch gehen konnten. Ja? Alle anderen, ja, die noch laufen konnten, sind alle auf den Todesmarsch geschickt worden, ja, in verschiedene Konzentrationslager. Von Auschwitz bin ich nach Ravensbrück gekommen, ja, und musste dort eben Zwangsarbeit leisten bei der Firma Siemens. Also ist das eigentlich für mich, der 27. Januar ist eigentlich für mich keine Befreiung gewesen, sondern es war einfach die Befreiung von dem Konzentrationslager Auschwitz. Wir sind immer weiter gelaufen, bis wir in das Städtchen Lübsch kamen. Ja. Und in Lübsch haben sich die amerikanischen Soldaten und die russischen Soldaten getroffen. Ja. Und wir wussten ja überhaupt noch nicht, ist jetzt der Krieg zu Ende oder nicht. Ja. Die Russen sind angekommen, also die Rote Armee ist angekommen und die haben dann verkündet, Hitler ist tot, der Krieg ist aus. Ja, dann ging ein russischer Soldat in irgendeinen Laden dort in Lübsch und hat ein großes Hitlerbild von dort rausgenommen, hat es auf den Marktplatz gestellt, ja, und ich habe ja vorher von einem amerikanischen Soldaten ein Akkordeon geschenkt bekommen und das Bild von Adolf Hitler wurde angezündet von beiden, also von einem amerikanischen und von einem russischen Soldaten. Ich habe dann angefangen, irgendetwas zu spielen, amerikanische Lieder, alles, was mir eingefallen ist, russische Lieder, ja. Und die ganzen Mädchen, die dort um das brennende Bild, ja, gestanden haben und auch die ganzen amerikanischen und russischen Soldaten sind um das Bild herum getanzt, ja, und ich habe Akkordeon gespielt. Aber vorher haben die Amerikaner und die Russen haben sich umarmt und geküsst und haben gerufen, der Krieg ist aus und so weiter. Ja. Das war meine Befreiung. Das ist natürlich gut, dass man wirklich dazu gekommen ist, dass man eine Gedenkfeier macht, ja, überall, in allen Städten, ja, das ist wohl richtig, ja, aber das ist nicht das Einzige, was man machen muss, ja. Es genügt nicht, dass man nur daran denkt, dass Auschwitz befreit wurde, ja, man muss daran denken, wie geht es weiter, ja, und was haben wir für eine Situation jetzt? Ja? Und da muss man etwas dagegen tun. Man müsste froh sein, dass es eine Antifa gibt, ja? Die gegen diese schrecklichen Nazis, die hier rumlaufen, jetzt etwas tun wollen. Ja? Antifaschismus müssen wir unbedingt haben, ja, weil wir sonst in eine schreckliche Situation kommen. Natürlich habe ich die Befürchtung, dass wenn es weitergeht, wenn noch mehr Nazis hier rumlaufen in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, in Europa, in Amerika, ja, was, wenn es wieder einen
Faschismus gibt. Und ich kann nur hoffen, ja, dass wir das in den Griff bekommen. Ja. Und darum mache ich ja auch diese Arbeit. Ja. Ich gehe in Schulen, ich erzähle den Jugendlichen meine Geschichte. Ja. Die meisten haben überhaupt keine Ahnung, wissen überhaupt nicht, was damals geschah. Es gab einfach keine Aufklärung. Niemand hat irgendetwas erzählt. Ja. Die Menschen haben geschwiegen. Ja. Man wollte nicht, dass man wusste, was für Verbrechen begangen wurden, ja, in der Nazizeit. Ja. Und das war der große Fehler. Das, was ich mache, das ist das, was ich will. Ja, ich möchte, dass die Menschen aufstehen, dass sie gegen diese Faschisten, die hier rumlaufen, ja, dass sie nicht mehr schweigen, sondern dass sie sich dagegen auflehnen. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Von der Regierung haben wir nicht viel zu erwarten, ja, weil sie bis jetzt überhaupt nicht eingeschritten sind. Ja. Also ich meine, dass heute wieder so und so viele Nazis auf den Straßen rumlaufen können und dann ihre furchtbaren Slogans, die sie schon hatten, schon früher hatten, ja, wieder rausschreien können. Ja. Das ist schon ein Fehler, dass nicht klar gesagt wird, nein, das wollen wir nicht. Ich habe das alles erlebt. Ich weiß genau, was kommen wird, wenn die wieder Oberhand bekommen. Ja? Und das dürfen wir einfach nicht erlauben. Wir müssen dagegen angehen. Ja? Und darum ist der Antifaschismus für mich auf jeden Fall das Wichtigste, was wir momentan haben hier, ja? Um zu verhindern, dass diese Rechtsradikalen Oberhand bekommen. Ja? Und das ist meine feste Überzeugung.